Hallihallöchen, ihr Lieben da draußen. Und willkommen zu einem kleinen Sonntagsvideo. Ich weiß, kleines Video, dann wären es wieder 10 Stunden. Nein, ich versuche einfach mal kurz wirklich klein, weil ich muss ja auch nachher wieder Mittagbrot essen. Was heißt muss ich? Naja, ist ja egal, ne? Wenn euch das Bild beim Zuschauen etwas verrutscht vorkommt, dann liegt es daran, dass mein OBS-Studio das Aufnahmebild irgendwie verrutscht hat. Und jetzt habe ich immer noch so irgendeinen so einen schimmernden Rand, zum Beispiel hier oder da oben. Einfach nicht beirren lassen, ne? Lass mich abholen und wir fangen im Moorland an mit Leveln. Ja. Wir werden ein bisschen leveln, weil ich hatte schon lange nicht mehr gelevelt. Ich mache aber die Geräusche mal im Hintergrund ein bisschen leiser, die Soundeffekte, ne? So. Ja, jetzt kann man diese wunderschönen Hufgeräusche nicht hören, aber mir ist das relativ egal, weil mich haben die Hufgeräusche vorher auch nicht gestört, die anderen. Und ich muss jetzt die neuen Hufgeräusche nicht wirklich haben, auch wenn sie schön anhören oder so. Ne, weil, sei mal ganz ehrlich, was bringt's denn einem? Was macht die hier? Dauerin? Ah, ja. Ich habe in meinem letzten Video meine Instagram-Seite verlinkt, im Falle ihr wollt ein Pferdekauf-Video. Ich hab zwar mal gesagt, dass ich das nicht mache, wegen den Daten und so, aber wenn Star Stable da eh nie was macht und ja, sicher, es ist verboten, aber guck mal, wie viele machen das, ne? Und wie viele, und was hat ein Star Stable bis jetzt gemacht bei Leuten, die sich woanders eingeloggt hat? Richtig, ne? Die haben gar nichts gemacht. Also, von daher, mach die gerade draußen. Von daher ist es ja relativ egal, wer sich auf was. Also, klar, man darf sich nicht auf anderen Konto einloggen, ist schon richtig. Auch nicht, auf das Konto seiner besten Freundin oder Schwester. Aber wie will Star Stable beweisen, dass das jetzt mein Konto ist? Die sehen ja nicht, wer da gerade spielt, ne? Also 1,9 von was? Bestzeit, ne. Ich habe mal 1,586 geritten. Ja, ist ja. Das ist mit den Bestzeiten so eine Sache, ne? Du kannst das schnellste Pferd haben, das gleiche Rennen machen, du wirst deine Bestzeit nie schlagen können, irgendwie. Also ich hab's bis jetzt noch nicht geschafft. Aber ich bin ja auch nicht jetzt so jemand. Nee, aber mal zurück zu Star Stable. Wie wollen die das beweisen, dass ich jetzt gerade, dass der Server, wo ich jetzt gerade, der Account, wo ich jetzt mich gerade eingeloggt habe, dass das die Person ist, denen der gehört, oder ob ich da spiele? Das merken die ja gar nicht. Die haben halt nur eine Warnung rausgegeben, dass man das nicht macht, wegen Datenschutz und dass man Ärger kriegen kann. Aber wie viele Leute, wie lange gibt es Star Stable schon? Richtig, seit fast 13 Jahren. Und wie viele Leute haben sich in der Zeit oft auf andere Accounts eingeloggt? Richtig, eine ganze Menge. Und was hat Star Stable bis jetzt gemacht gegen die Leute, die sich auf anderen Accounts eingeloggt hat? Richtig, gar nichts. Und von daher ist es eigentlich relativ Puppe, wer sich wo einloggt. Weil, ja klar, mehr als Ärger kriegen kann man nicht, aber ich sag mal so, wenn Star Stable das wirklich so ernst ist, dann müssen sie auch mal was dagegen machen. Aber wenn Star Stable nur sagt, ja, ihr kriegt Ärger und es gibt keine Handlung, wenn du dich irgendwo einloggst, ne? Es gibt ja Spieleentwickler, die können nachvollziehen, wer da gerade online ist oder, ne? Wer da gerade oben ist und ob du die Person bist und nicht. Und dann gibt dementsprechend auch richtig Ärger, aber Star Stable macht ja gar nichts, ne? Das Spiel ist 13 Jahre alt, also 12 Jahre, 13 Jahre. Und bisher hat Star Stable noch nicht wirklich was gemacht gegen Leute, die sich auf andere Accounts eingeloggt haben.
Und von daher verstehe ich es nicht, wieso. Ja klar, das halt, hängt mit Datenschutz zusammen, ist schon richtig, aber worauf ich hinaus will, ist, Star Stable sagt immer und sagt, aber tut nichts. Ne? Die tut nichts gegen Leute, die sich auf anderen Accounts einloggen. Wenn ich eine Schwester hätte, ne? Oder mal angenommen, mein Bruder wird hier Star Stable spielen, was nie passieren wird. aber nur mal angenommen, ne? Und jetzt logge ich mich auf seinen Account ein. Ja, woher will Star Stable das wissen, dass das mein Bruder ist und nicht ich? Oder woher, ne? Das können die ja gar nicht nachvollziehen. Die sehen ja nicht, wer da spielt, wer die Person ist. Ne? Also von daher, ja. Was ich auch mitbekommen habe, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Und zwar, wenn man sich einloggt, hat man ja bis jetzt seine E-Mail-Adresse oben eingegeben, ne? Und unten hast du dann dein Passwort. Und das Passwort konntest du bis vor kurzem eigentlich gar nicht sehen, ne? Und jetzt kannst du halt das Auge aufmachen, um das Passwort zu sehen, ob du es wirklich wahrscheinlich richtig geschrieben hast. Weil ich kann mich erinnern, dass das Passwort bis jetzt nicht sichtbar war. Weder für dich noch für. Also, ne, wenn du es eingegeben hast, hast du es falsch eingegeben. Und ich schlussfolgere mal daraus, dass Star Stable das mit dem Passwort Sichtbarkeit gemacht hat, damit. Ja, weil wahrscheinlich so sehr viele Leute außerdem ihr Passwort falsch eingegeben haben. Oder gerade jüngere Leute, jüngere Spieler, die sich jetzt das Passwort noch nicht so merken können, die haben halt wahrscheinlich mehr Probleme, sich ihr Passwort zu merken. Und dann ist es wahrscheinlich schon besser, wenn man das sieht. Weil ich habe auch schon so oft gehabt, dass ich mein Passwort falsch eingegeben habe. Und wenn es bloß ein Buchstabe zu wenig oder zu viel war oder eine Zahl. Und schon hast du den ganzen Tratsch gehabt, dass du wieder warten musst, 10 Minuten, damit du das Passwort neu eingeben kannst. Und das ist so ein Hin und Her und Heckmeck. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, was das Passwort eingeben soll in anderen Spielen, das ist jetzt, wie soll ich sagen, so eine Sache. Also, ich mag das jetzt nicht wirklich mehr, so ein Passwort hier und da einzugeben, genau mit E-Mail-Adresse. Also, da bin ich mal so ein bisschen vorsichtig, ne? Du musst wirklich gucken, auf welchen Seiten du deine E-Mail-Adresse und dein Passwort eingeben musst oder eingeben willst. Bei Star Stable war das damals das Gleiche. Als ich mit Star Stable angefangen habe, Moment, ganz kurz. Ja, ich musste gerade gucken, ob alles richtig ist. Als ich mit Star Stable damals angefangen habe, da war das Gleiche. Ich habe halt gemerkt, oh, gerade so ein gratis Pferdespiel, also ein Spiel, was du jetzt nicht online spielst, was du nicht bezahlen musst. Also, ja, da wusste ich ja noch nicht, dass man Star Rider sein kann, ne? Ja, jedenfalls habe ich mich dann, wollte ich das spielen, da stand E-Mail-Adresse und Passwort eingeben. Und dann hat es bei mir so gefunkt, da dachte ich so bei mir, aha, jetzt muss ich meine Daten eingeben, nur um da zu spielen, nur um da spielen zu können, muss ich meine Daten eingeben. Echt jetzt? Ist es euer Ernst? Das waren so meine ersten Gedanken. Und ich war darüber sehr erbost, warum ich meine Daten dort eingeben soll. Ich habe von Star Stable bis Mai 2022 habe ich von Star Stable noch nie irgendwas gehört. Weil, gut, ich habe bis dahin mal Sims 4 gespielt oder Sims überhaupt. Aber ich habe halt noch kein Spiel gehabt, wo ich meine E-Mail-Adresse und mein Passwort eingeben sollte. Und das war für mich halt neu und deswegen war ich so skeptisch. Und mittlerweile machen es aber viele Online-Spiele, also gerade auch Red Dead Redemption 2 Online gibt es ja, ne? Das ist gleich in Grün. Musst du auch E-Mail-Adresse und Passwort eingeben. Aber Red Dead Redemption 2 spiele ich nicht mehr. Also die Story, aber nicht das Online-Spiel. Weil im Online-Spiel wird so viel gehackt und gecheatet, das macht gar keinen Spaß mehr.
die anderen Online-Spieler in Red Dead Redemption 2 im Online-Modus, wo du gegen andere Spieler antreten kannst. Da kannst du auch Preise gewinnen und so. Gibt auch immer Events, wo du gratis Zeug abstauben kannst, wenn du musst halt so und so viele Leute dort töten oder Gegner gegen Gegner antreten. Und die meisten Spieler holen sich dann overpowered Waffen, also overpowered heißt extrem gute und übermäßig schnelle und Waffen, also Waffen, die nicht wirklich so stark sind wie die aus dem Spiel. Ne, die werden irgendwo von irgendwelchen Webseiten da runtergeladen und dann hast du gegen die gar keine Chance mehr. Ne? Da hast du als Anfänger, gerade wenn du es gerade mal 3 Minuten im Spiel bist, schießen die dich schon ab und es gibt doch dort auch Leute, die sehr oft cheaten. Ja, die cheaten dort. Bis jetzt hat aber Rockstar noch nichts gemacht. Es geht aber halt um dieses. Es gibt zum Beispiel, dass man dort mehrere Löwen cheaten, also spawnen lassen kann, die dich dann angreifen. Also jeder Löwe ist ein Spieler und die töten dich dann. Du kannst sie natürlich auch selber töten, aber ich meine, dass dieses Rumgeschiete in Red Dead Redemption 2 online, ich meine, das ist ja ein Online-Spiel wie hier, wo du eigentlich gegen andere antreten kannst und vernünftig gegen die gewinnen kannst, ne? Aber ich sag mal so, wenn ich hab's halt nur letztens wieder in so einem Video gesehen, wo auch wieder eine Spielerin gar keine ja, Chance hatte, dort zu, ja, wie soll ich sagen, dazu zu spielen oder zu gewinnen. Ne? Sie war halt die war Level 40. Und da war ein Spieler, der war erst Level 17 und der hat sie geschlagen im Spiel. Also nicht mit der Faust ins Gesicht, sondern mit seinen Waffen. Und das waren overpowerte Waffen. Das sind Waffen, die extrem, die nicht der. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Gewehr. Und du hast immer unten, kannst du sehen, die Feuerrate und die Reichweite. Und dann gibt es halt so Spieler, die tun die mit einem Programm komplett halt Feuerrate ganz hoch. Schaden ganz hochziehen, dann die Nachladezeit ganz hochziehen, sodass du halt komplett alles auf oberster Grenze hast und nicht mehr beim Waffenhändler nach. Du kannst ja einen Waffenhändler deine Waffe aufbessern lassen und die erschießen sich einfach so ein bisschen Vorteile, indem die einfach diese Waffen ja, eben hochziehen, alles auf Maximum und da hast du keine Chance gegen den, ne? Und da ist dein Level auch scheißegal. Du musst natürlich, hast du zwei, du hast entweder eine hohe Ehre oder eine niedrige Ehre und je nachdem, wie deine Ehre ist, kannst du auch Waffen kaufen beim Händler. Wenn du eine sehr hohe Ehre hast, also eine gute Ehre, dann hast du alle Waffen frei und wenn du eine sehr niedrige Ehre hast, fast ins Minimum, dann bekommst du nirgendwo billige Waffen oder Ausrüstung, sondern musst überteuert einkaufen oder es ist komplett für dich gesperrt. Also es ist so ein Schloss davor und da steht dann, dass du es nicht kaufen kannst, weil du eine zu niedrige Ehre hast. Weil du halt, es gibt diese rote Ehre, die bedeutet, dass du extrem unbeliebt bist, dass du ja eben halt ein Killer bist und so. Und die hohe Ehre, dass du ein Edelmann bist oder eine Edelfrau, die halt man nur Gutes tut. Aber diese hohe Ehre kann zum Beispiel auch minimiert werden, wenn du Online-Spieler, die dir nichts getan haben, zum Beispiel abschießt oder NPCs oder so. Das ist halt
immer so eine Sache. Und das Ganze geht auch bei niedriger Ehre. Wenn du ganz niedrige Ehre hast und du hilfst aber den Leuten, dann steigert die sich wieder ins Weiße, also in den guten Bereich. Das dauert aber eine ganze Weile. Also Leute, da muss man... Ja. Aber, ne? Also halt bei jedem Spiel gibt es Vor- und Nachteile. Jo, jetzt wollte ich... Da hinten. Ich hatte zum Beispiel gestern mega Probleme mit meinem Computer. Weil seit Freitag gibt es wohl Probleme mit bei Microsoft oder so. Ne? Und da sind glaube ich alle Computer auf dieser Welt betroffen. Also Microsoft, die Firma ist ja auch sowas, ne? Machen sie Millionen von Dollar pro Sekunde, ne? Und dann machen die so eine Scheiße. Also wahrscheinlich wieder irgendein Satellit wieder irgendwo hängen geblieben, keine Ahnung. Jedenfalls geht es in diesen IT-Bereich rein und ich reite genau am Ziel vorbei. Super, Star Stable. Warum kann ich am Ziel vorbei reiten? Was ist denn das für ein Quatsch? Oh, Leute, ne? Das ist so. Und da gab es halt Donnerstag zu Freitag die Nacht ganz viele Beschwerden aus aller Welt am Microsoft und wegen den IT-Dingens, ne? Gerade in Indien. Da ist Indien so arm. Die können nicht, die haben nicht mal was zu essen, nicht mal zu essen. Und dann haben die Computer da. Und Indien hat die besten Ärzte der ganzen Welt. Da frage ich mich, wie kann man da so gut studieren in Indien, wenn Indien total verarmt ist? Na, wenn man sich nur mal das eine Viertel, gut, es gibt ein gutes, also gibt wie in jedem Land auch eine Schattenseite. Also in Indien sind die ganzen Slums, wenn man das sich mal anguckt, traurig, oder? Dass Menschen da so leben müssen. Nicht können, sondern müssen. Die haben gar keine andere Wahl. Wir leben die so, ne? Oder die... Man muss mal dazu sagen, dass da dieses Slums, dieser Fluss dort, den ist heilig, ne? Das ist ja so eine Sache, ich habe das mal gesehen auf History, irgendwie auf YouTube. Dieser Fluss war früher mal ganz, ganz sauber. Das war ein richtig sauberer Fluss. Und die Einheimischen haben den noch immer gepflegt und alles, ne? Und auch die Slums waren nie. Die Slums waren nie da. Das ist alles passiert, als der weiße Mann sein Fuß auf dieses Stückchen Land gesetzt hat. Dann fingen die Probleme an und dann hat er mit Industrie angefangen und dann fingen die Probleme an bei in Indien, dass alles dreckig wurde und schuld ist der weiße Mann. Wir waren es wieder, richtig, die Amerikaner und Engländer, die ja sowieso mal Scheiße bauen. Aber ich verstehe halt nicht, wie man, wenn man andere Länder so, genauso wie in Amerika, ne, unberührtes Land und dann kommt der weiße Mann und macht alles kaputt, verstehe ich nicht. Und dann sagen die Amerikaner, das ist ihr Land. Das ist nicht ihr Land. Das Land gehört den Einheimischen, den Ureinwohnern. Aber von denen ist ja nicht mehr übrig, ne? So, genug Geschichte für heute. Was macht die hier? Hallo? Wow, ich bin... Da hängt das Internet wieder mal. Genau. Gute Pose. Nee, aber wirklich mal... Ist schon traurig, wenn das Internet hängt, ne? Oder wenn Star Stable die Server nicht wartet, wenn die wieder anfangen zu ruckeln und alles. Und gerade jetzt, wenn es so warm ist im Sommer, ne? Da ist ja das Internet auch betroffen. Wenn der Router komplett überhitzt ist und so. Also ich muss mal sagen, ich habe auch zwischendurch wirklich Ausfälle im Internet, wo ich dann gar nicht spielen kann. Für bis zu 2 Stunden, dann ist das Internet wieder da. Dann kann ich spielen. Ich habe auch Spiele, die kein Internet brauchen. Das Problem ist aber, zum Beispiel, wenn ich Sims 2 spielen will. Sims 2 ist ein Spiel, da brauchst du kein Internet. Aber
Sims 2 ist bei Origin drin und Origin ist ein Online, so eine Art, wie soll ich sagen, so ein Online-Fenster, wo die ganzen Spiele, so eine Spielesammlung, da hast du dein Spiel installiert drinne und dieses Origin brauchst du dafür Internet. So und ich weiß, als Sims 2 rauskam, hast du kein Origin gebraucht. Da hast du einfach die CD eingeworfen und dann konntest du zocken, ne? Das war früher so eine gute Zeit ohne Internet und jetzt, du brauchst Internet. Internet hier, Internet da. Was haben wir vom Internet? Richtig, Probleme, also ich weiß nicht. Also ich fand die Zeit unbeschwert und ohne Internet viel besser. Man ist halt nur noch heutzutage nur noch, ja, wie soll ich sagen, ich sag mal, ohne Internet geht heute nichts. Ne? Man ist so, was wollte ich gerade sagen, so abhängig vom Internet. Ne? Heute geht ja gar nicht mehr ohne Internet. Ich war zum Beispiel im Urlaub. Normalerweise hast du immer so ein Papierkram, den du an der Rezeption einschreiben musst, wenn du eincheckst. Jetzt haben die da so ein Tablet. So eine alte Frau mit 90 Jahren, die weiß doch nicht, wie sie da zurechtkommen soll. Also ich weiß nicht. Also ohne Internet, ich bin ohne Internet groß geworden und ich lebe auch noch. Also ich habe mein Handy gekriegt, als die Handys rauskamen. Ja. Also nicht die allerersten Modelle. Nicht diese riesen Klopper, sondern diese ganz kleinen. Und nein, es war kein Smartphone, es war ein Tastenhandy. Und ich bin ganz gut zurechtgekommen. Aber ich muss ganz ehrlich mal sagen, klar, die Welt verändert sich und auch die Menschheit, aber ich fand es trotzdem vorher besser, wie es vorher war. Alles ist irgendwie anders. Überall sagt man, Mensch, früher war alles besser und aber man kann den Lauf der Dinge halt nicht aufhalten, ne? Aber ohne Internet gibt es die ganzen Probleme jetzt nicht. Mein Pferd hat seine 5 Minuten. Immer wenn ich aufnehme, Dark Angel scheint der Rücken weh zu tun. Ja, eine Entspannung. Ein Tierarzt anrufen. Wegen. Habt ihr schon mal gesehen, wenn die einem Pferd eine Rückmassage geben? Also da ist irgendwie so ein Pferdedoktor. So eine Tierärztin, die kümmert sich um Problempferde. Ich weiß gar nicht, wie der Kanal heißt. Da war letztens in Norica da. Das sind ja die neuen Pferde, die jetzt reinkommen bei uns in Star Sable. Und die hatten Norica gehabt und dieser Norica war komplett überdreht und aggressiv und der ist immer. Die haben den bekommen irgendwie vom Vorbesitzer. Haben den da abgekauft für etliche tausend, ne? Und da war noch alles in Ordnung und sobald der da bei der Familie war, ist der vollkommen abgedreht. Und rausgekommen ist, dass der Norica, also das war ein Wallach, der war trotzdem immer noch so überangesprungen. Wenn du dich den genähert hast, auf Armlänge, dann hat der nach dir geschnappt und alles. Und das Problem war nicht die Erziehung, das Problem war, dass der im Rücken ein Problem hatte. Und zwar hier irgendwo hier hinten, hier wo der Sattel ist, hat er Schmerzen gehabt. Er hat irgendwie immer so, der hatte so eine Schmerzen, wenn wir Schmerzen haben und uns spricht ihn an, dann sagen wir auch, ja, komm, verpiss dich, lass mich in Ruhe, ich habe Schmerzen. Ne? So ein ungefähr hat das Pferd auch gesprochen, das wollte nicht. Und die haben, ja, wenn du kein Tierarzt bist, woher sollst du wissen, dass das Pferd gerade im Rücken Probleme hat? Aber es können auch psychische Probleme sein, also wenn das Pferd gestresst ist, schon von jeher und weil der Besitzer das falsch behandelt hat. Ne? Tiere sind sehr nachtragend. Tiere merken sich alles. Also solltet ihr mit euren Tieren gut umgehen, ne? Gerade Pferde zählen zu den Tieren, die ein sehr gutes Gedächtnis haben und die sind sehr nachtragend, Pferde. Ne? Was war denn jetzt? Ah, diese Kamera, ne? Schlimm.
Ich habe aber die Sprungkamera gar nicht angemacht, hä? Ah, Silber. Schön. Ich finde den, ich fand, wenn du ein Rennen beendet hattest, früher, diesen Bildschirm, fand ich viel besser als das jetzt. Ich schreck mich immer noch so ein bisschen, wenn dann plötzlich dieses Zeichen kommt. Ich kann mich damit immer noch nicht abfinden. Also ich fand das alte Ende, wenn du ein Rennen beendet hast, und da stand deine Zeit und dann war völlig in Ordnung. Also dieses neue Symbol, wenn du ein Rennen beendet hast, das ist komplett überflüssig. Hätte nicht reingemusst. Also komplett überflüssiger Kram, muss ich mal sagen. So, ganz kurz nochmal. Der kommt dies Jahr auf Generation 3, nur mal so nebenbei, ne? Für alle Hannoveraner-Fans, der kommt dieses Jahr noch auf Generation 3. Ich hab ja mal im Frühjahr ein Video gemacht, da ging auch schon Gerüchte um, dass der Hannoveraner wahrscheinlich dies Jahr reinkommt und bei Gerüchten muss man ja vorsichtig sein. Gerüchte sind Gerüchte und dem meistens sollte man Gerüchten keinen Glauben schenken. Ne, manchmal macht man sich so Hoffnungen, was so Gerüchte angeht und ist Feuer und Flamme und wenn die Gerüchte da nicht stimmen, ist man sehr enttäuscht. Ne, auch wenn man Gerüchte, wenn die jetzt sagen, hey, komm, das und das kommt rein und sollte man auch schon vorsichtig sein, ob man da jetzt das so sagt. Und da waren früher, habe ich gesagt, ne, es kann passieren, dass der Hannoveraner wahrscheinlich dieses Jahr reinkommt, weil eine YouTuberin, also im englischsprachigen Bereich, die hat nämlich gesagt, dass das Star Stable meinte, dass wahrscheinlich dieses Jahr noch eine neue Pferderasse überarbeitet wurde. Was mache ich denn von Käse? Also egal. Genau. Und dann hat sie gesagt, dass es wahrscheinlich der Hannoveraner sein wird und so. Und klar, weil es gibt nicht mehr sehr viele Pferderassen, die Generation 3 sind, weil kommt hier langsam Generation 4, also die Zucht. Da bin ich mal gespannt, wie das abläuft. Aber es sind halt zum Beispiel, weiß ich, dass der Moab mal drin war. Das ist auch so eine Mischung aus zwei oder drei Pferderassen. Da habe ich 2022 angefangen und da war noch der Ferdinands Pferdemarkt da und da stand der Moab da und da dachte ich, Moab, was ist denn das für eine Pferderasse? Kannte ich bis dahin noch nicht, ne? Ich kannte nur englische Vollblut, Trakehner, was kannte ich noch, Mustang, ja. Aber Moab kannte ich nicht. Dachte ich, naja, ist ja nur ein Spiel, ist eine ausgedachte Pferderasse, aber nee, war es nicht. Die Moab gibt es tatsächlich. Und das wäre zum Beispiel auch noch, der Oldenburger wäre zum Beispiel noch eine Rasse, die auch mal drinne war, die wahrscheinlich, wo ich mir noch wünschen würde, dass der Oldenburger noch mal reinkommt, auf Generation 3. Das gibt noch so viele Pferderassen, ne? So eine Handvoll gibt es noch. Also Moab und Oldenburger. Ich würde mir auch eine komplette Überarbeitung vom Starterpferd und vom Trakehner wünschen hier im Spiel. Weil gerade das Starterpferd, das passt so gar nicht mehr vom Aussehen her in das Spiel. Also klar, die meisten werden sagen, ja, Starterpferd ist doch egal, das habe ich da nur zum Anfang und was brauche ich denn das? Aber ob man das jetzt nur zum Anfang hat oder so, ich finde, dass das dass gerade das Starterpferd, mit dem du anfängst, eigentlich das wichtigste Pferd hier ist und dann es schon angepasst werden sollte. Da kann ich halt nicht ein Pferd rausbringen, wenn das eigentliche Starterpferd immer noch aussieht wie 1800, ne? Wie das immer so. Ich meine, klar, das Starterpferd sah früher mal hässlicher aus, ne? Habe ich mir auch Videos angeguckt und gedacht, mein Gott, ist das ein hässlicher Gaul, ne? Aber klar, die haben den verändert, aber der Starterpferd ist nur auch schon auf Generation 3 sehr alt und sollte auf jeden Fall mal komplett überarbeitet werden. Und der Trakehner hier drin im Spiel,
Ich habe keine Ahnung, aber der ähnelt dem Starterpferd sowas von. Da denkst du, du hast ein Starterpferd gekauft, das Dracaena. Also. Aber nachdem alle Generation 2 Pferde raus sind, werden wahrscheinlich die nächsten Generation 3 Pferde, die älteren Modelle, alle bei Marleys Vintage-Scheune stehen. Weil es Platz gemacht werden muss für die neuen Generation 4 Pferde, für die Zucht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Generation 4 Pferde nennen soll oder Zucht. Zucht Generation 4 Pferde. Keine Ahnung, wie man das sich dann, wie man das dann nennen soll. Ich sage einfach Generation 4 Pferde. Und in 5 Jahren wird es noch ein Generation 4 Charakter geben, ne? Damit wir auch auf die neuen Generation 4 Pferde passen. Ich sag euch, das wird kommen. Die werden sagen, dass wir in 5 Jahren einen neuen Charakter bekommen. Ne? Wir machen noch einmal und dann haben wir Level 11 erreicht. Und dann ist das Video auch schon zu Ende. Ich sag euch, in 5 Jahren kommt Star Stable mit den Nachrichten. Also, wenn es Star Stable bis dahin noch gibt. In 5 Jahren sagt Star Stable, ja, ihr bekommt einen neuen Charakter. Und dann heißt es wieder, dass man sich an den Charakter gewöhnen muss. Wir haben uns jetzt schon gerade mal an den Charakter gewöhnt, ne? Und dann kommt in 5 Jahren ein neuer Charakter, weil Star Stable sagt, dass die alten momentanen Charakter nicht auf das Pferd passen, ne? So. So kann ich mir das gut vorstellen, ne? Generation 4 Pferde rein, neue Zucht und schon merkt Star Stable, dass die Charakter, die 2023 neu reingekommen sind, da nicht hochpassen. Also, ich weiß nicht. Kann sein, muss aber nicht. Also, ich möchte jetzt hier nicht die Hölle heiß machen. Ich habe nur gesagt, es kann sein, dass das reinkommt. Das muss aber nicht reinkommen, ne? Also jetzt nicht kommentieren wie ja und du machst die Leute verrückt hier mit deinen Thesen. Nee, mache ich nicht. Das sind alles bloß so Dinge, die sein können, ne? Sein können heißt nicht, dass es passiert. Aber wenn man jetzt ein Spiel spielt, dann kann man sich das schon vorstellen, wenn die jetzt eine neue Rasse reinbringen und klar, so vom Aussehen her werden sie sich von den Generation 3 Pferden nicht groß unterscheiden, ne? Vielleicht gehen die vielleicht gehen die Generation 4 Pferde, mein Gott, in die etwas realistische Richtung, aber ich meine, wir sehen ja schon am KWPN, wie die Generation 4 Pferde aussehen werden könnten. Das KWPN ist ja bis jetzt meiner Meinung nach das schönste Pferd hier im Spiel, also die schönste Rasse. Natürlich neben den englischen Vollblut, aber von der Grafik, also vom Aussehen her, vom Modell, auch gerade so den Kopf, ne? Das haben sie sehr schön hingekriegt. Die Liebe zum Detail ist da. Ich hätte mir aber beim KWPN mehr Farben gewünscht. Ganz ehrlich, das sind mir einfach zu wenig Farben. Zu viel Braun und zu viel Fuchs. Es ist immer so, dass das Standardmäßige von Star Stable viele braune Pferde, dann kommt dann noch ein Cremello dazwischen und ein weißes. So, das war's. Klappe da unten. Ist irgendwie eine Benachrichtigung. Aber es kommen keine anderen Farben. Zum Beispiel in Norika soll jetzt zwei Tigerschecken reinkommen, also als Farbe so gesprenkelt, weiß mit schwarzen Punkten. Ich habe mir bei Google so ein Video angeguckt über Norika und es gibt keine gesprenkelten Norika. Es gibt nur einfarbige. Es gibt auch Dunkelfuchs-Norika, aber es gibt keine weißen mit schwarzen Flecken oder mit braunen Flecken. Sowas gibt es da nicht. Also, und ein Cremello, denke ich mal nicht, dass es ein Norika-Cremello gibt. Das glaube ich nicht. Also da. Naja. Aber wir als Spieler können das ja nicht beurteilen. Wir müssen das Pferd so nehmen, wie es reinkommt, ne? Wir können natürlich nur hoffen, dass es noch ein paar Farben gibt. Ich hätte mir noch zum Beispiel gewünscht, dass das englische Vollblut auch mal ein paar neue Farben bekommt. Das englische Vollblut, Generation 3, ist ja nur schon eine ganze Weile drinne. Und bis jetzt gab es nur für die Western-Pferde Farben. Ne? Guck mal, das American Painted Horse. Wie viele Farben hat es bitte schon jetzt bekommen?
Der Appaloosa hat neue Farben bekommen. Selbst der Ardenner. Und was ist mit dem englischen Vollblut? Warum bekommt das keine neuen Farben? Oder zum Beispiel der Andalusier, der Lusitano. Das sind Pferderassen, die bekommen keine neuen Farben. Das finde ich schon ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Und selbst, gut, der Haflinger, aber was willst du denn da Neues reinbringen? Ist ja sowieso alles fuchsfarben. Ne, aber nicht mal das Yorkshire Starter Pony bekommt neue Farben. Ne? Und so lange ist das noch gar nicht drinne. Naja, vielleicht doch, aber nicht ganz so lange. Aber ich muss auch sagen, dass es schon ein bisschen traurig ist, dass Starstable nicht alle Pferderassen von der Generation 3 hier mal die Farben auffrischt. Ne? Selbst das KWPN, gut, das hat neue Farben bekommen. Die kannst du im Reitsport-Event kaufen. Und das sind die anderen Farben alle. Aber trotzdem, ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass das KWPN wenigstens zwei, drei neue Farben bekommt, die du dann hier im Stall auch kaufen kannst. Weil das ist einfach irgendwo traurig, dass nur die Western-Pferde wie der Appaloosa und das American Paint Horse neue Farben bekommen und dieses langdünnige Beinwesen, das hier, der Saddlebred, den hat ja Starsable auch verhunzt. Die können kein Saddlebred machen. Der Schweif vom Saddlebred wird sehr, sehr hoch getragen und nicht so lang gezogen. Ach, nee. Ich meine, die Farben, die der Selfrancier hier trägt, der hier vorne, ne? Der ist ja vom Aussehen her, ist die Farbe richtig cool. Das meinte ich, als ich sagte, man bräuchte hier im Spiel für die alten Generation 3-Rassen mal so richtig abgefahrene Farben. Ne? Wenn ich schon das sehe, dass zum Beispiel so wie jetzt ein Brechreiz für mich das Pferd, weil es so ein Fuchs und der hat so, ach, die Mähne, dass das gelb ist, ne? Ach nee. Das ist Standardbraun, das juckt, das haut jetzt keinen mehr vom Hocker. Dann gibt es noch diesen Fliegenschiss wieder, der ist auch nicht. Warum gibt es keinen schneeweißen Selfrancier, ne? Den habe ich ja sowieso, weil es ein schwarzes Pferd ist. Ich habe auch den, ja, ich habe Fuchsschecke gekauft. Ich fand den aber so schön, weil, ne, den habe ich gekauft. Den habe ich auch im Besitz, obwohl ich mal gesagt habe, dass ich graue Pferde nicht mag. Aber ich habe ein Video gemacht und die Fee hat mir den ausgesucht. Und genau, ne? Da bin ich noch einmal am Überlegen, ob ich mir den nehme. Weil ich habe jetzt einige von denen, bis auf den und den Schwarz-Weißen habe ich ja. Also die beiden habe ich noch nicht, den Schwarz-Weißen und den habe ich auch noch nicht. Das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, wenn du mit dem Selfrancier unterwegs bist hier im Spiel und du willst schnell reiten, kommt dir irgendwie nicht aus dem Top. Ich habe mal das Gefühl, dass beim Selfrancier unten irgendwie, dass der am Fußboden angeklebt wird, dass der nicht vorwärts kommt. Keine Ahnung. Das ist zum Beispiel Andalusia, ne? Was ist denn das bitte? Das ist doch kein Schwarz, das ist doch irgend so eine dunkelbraune Farbe gemischt mit irgendwas. Und warum hat das Pferd rote Augen bitte? Also ich feiere das nicht, ne? Kannst das ja nicht einfach mal einen pechschwarzen Andalusier reinbringen mit braunen Augen, so wie es eigentlich ist? Warum muss das Pferd jetzt rote Augen haben? Und warum muss es einen knallroten Andalusier geben? Den gibt es doch in echt nicht, ne? Genau wie den ja. Also der ist doch ein bisschen zu. Weiß ich nicht. Klar, das ist vielleicht ein Palomino oder Cremello, wie man das da schimpft. Ah, die Mähne und der Schweif, diese Farben passen da nicht zu. Und was ist bitte schon das hier? Das ist doch kein Braun. Was hat sich das hier bei hier einfallen lassen? So sieht doch kein Andalusier aus. Also, hallo. Den finde ich auch noch wirklich schön. Also wirklich muss ich sagen, dass ich den schön finde, weil diese Äpfelung, das ist ja ein Apfelschimmel, wenn ich das hier richtig ausgesprochen habe. Finde ich ja noch schön, ne? Und die haben das schon nachgelassen. Ich meine, ja, es soll vielleicht ein Fuchs darstellen, aber guckt mal, wie knallrot der ist. Der ist auch in den Tomatensuppe gefallen, der ja, ne? Der ist sowieso schön, ne? Hier würde ich mal wünschen, dass das Maul weiß ist. Ich hätte das Maul weiß gemacht und die Augen rundherum auch weiß. Es sieht ja aus, als hätte der 10 Tage nicht geschlafen. Mit den großen Augenringen. Sieht nicht, gefällt mir nicht.
Der guckt ja mal so, als. Also manche Pferde, die haben ja so eine Eigenschaft, und siehst du, er guckt immer so wie so ein Esel. Der Esel dreht den Kopf auch immer so komisch. Hast ein neues Geschwisterchen. Ja. Dann gucken, wie spät wir es haben. Ja. Ich habe ja gesagt, wir machen ein kleines Video und wir sind bei 40 Minuten. Ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und noch wunderschöne Restferien, wenn ihr welche habt. Und für die, die wir arbeiten oder zur Schule gehen müssen, macht das Beste draus. Ihr übersteht irgendwann die Schule. Ich habe es auch getan. Habt noch ein wunderschönes Wochenende und einen guten Start in die Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bye bye!